Also, erstmal zur Frau Ministerin. Sie haben nicht so richtig verstanden, was wir wollen. Wir wollen ja nicht nur umbenennen. Worte sind Schall und Rauch, sondern wir wollen auch umgestalten und neue Schwerpunkte setzen. Es geht uns darum, Wertungen und Wurzeln zu vermitteln und den Kindern eine gesunde Nationalidentität mitzugeben, was zurzeit ja offenkundig nicht geschieht, denn deshalb sind die Zustände an der Grundschule so, wie sie sind. Und jetzt zum Redeverzicht der Altparteien. Ja. Ich habe es ja schon erwartet, denn es ist ja wirklich immer so. Also wenn man nicht irgendeinen technokratischen Kram bringt, wenn der Herr Lippmann nicht mit seinen Lehrerstellenplänen ankommen kann und sich mit dem sozusagen letzten Plan der letzten Grundschule beschäftigen kann und wenn man dieses ganze technokratische Zeug, das nichts zur Lösung unserer Probleme beiträgt, hier verhandelt, dann verzichten Sie, wenn man grundsätzliche Fragen aufwirft, die Grundsatzfragen, die wir hier klären müssen, da verzichten Sie, weshalb? Weil Sie auf die Grundsatzfragen, die sich uns heute stellen, einfach keine Antwort haben. Natürlich, so ist es.